Nach Operation, nach Brust-OP, wie oft kommt das vor? Das ist das Thema des heutigen Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio, ich bin der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania in Zürich. Das heutige Thema ist nach Operation, nach Brust-OPs. Wie oft kommt das vor? Wir haben hier zu unterscheiden, sind diese Brust-OPs OPs mit Eigenfett, das heißt eine Brustaugmentation praktisch auf biologischer Art, oder wird ein Implantat oder ein Silikonimplantat verwendet. In der Regel unterscheiden wir hier die normale Resorption des Eigenfettes, das heißt, wir müssen der Patientin von Anfang an sagen, dass 30% circa dieses Transplantates, das wir einbringen, innerhalb der ersten 6 bis 12 Monate resorbiert, das heißt weggeht. Wir werden ein bisschen überkorrigieren, aber in der Regel werden wir eine Körbchengröße werden wir gewinnen. Das heißt, eine Patientin mit einem Körbchen A wird ein Körbchen B haben. Wünscht sich natürlich die Patientin ein größeres Körbchen, dann wird eine Nachoperation frühestens nach 6 Monaten geplant. Es gibt aber auch andere Situationen, wo die Nachoperation aufgrund der Form, die nicht ganz ideal ist nach der ersten Operation, zum Beispiel mit einer Eigenfetttransplantation, auch korrigiert werden kann. In unserer Klinik haben wir nicht allzu selten die Situation, dass wenn wir Patienten mit sogenannten Schlauchbrüsten, sogenannten tubulären Brüsten korrigieren müssen, dass wir von Anfang an der Patientin sagen, dass zwar die Form sich verbessert, weil diesen Patientinnen geht es ja nicht nur um die Größe, sondern es geht darum, dass sie sagen, ich habe ja eine Brust, aber sie sieht ja nicht genauso aus wie die von meiner Schwester oder von meiner Freundin. Das heißt, die Form stimmt nicht. Wir sagen diesen Patientinnen, dass die Formkorrektur stattfindet. Es kann aber sein, dass nach dieser ersten Implantation sich eine kleine Kante abzeichnet, dort, wo die ehemalige Umschlagfalte der Brust war. In diesen Fällen wird mit Eigenfett eine Formkorrektur noch eingebracht, frühestens nach 6 Monaten, so dass die Patientin praktisch wie eine Kompositvergrößerung, das heißt eine Kombination zwischen Eigenfett und Silikonimplantat hat, stattfinden. In aller Regel bei den normalen Brustaugmentationen sind die Nachoperationen eigentlich innerhalb der ersten Jahre nicht notwendig. Nachoperationen bei dieser Art finden nach Jahren statt, wenn eine Verkapselung stattfindet, eine Verhärtung und die Patienten Schmerzen haben. Nachoperationen im Bereich der normalen Brustvergrößerung mit Brustimplantaten ist eigentlich innerhalb der ersten Jahre selten. Dennoch empfehlen wir unseren Patientinnen, und das ist Standard bei uns in der Klinik, dass wir die Patientinnen jährlich nachkontrollieren, das heißt klinisch und auch mit Ultraschall bei unseren Gynäkologen findet ein Untersuch statt, damit die Patienten nicht allzu lange warten müssen und dann erst zu uns kommen, wenn sie tatsächlich größere Schmerzen oder Veränderungen haben, mit denen sie über Jahre hinweg behandelt werden. Also die Empfehlung klar, nach einer Brust-OP weiterhin jährliche Kontrolluntersuchungen beim Chirurgen und beim Gynäkologen, am besten natürlich in einem Haus, was wir hier natürlich anbieten, damit die Sicherheit und das optimale Ergebnis so lange wie möglich gewährleistet ist. Falls Sie sich also wirklich für eine professionelle Beratung im Bereich der Brustoperationen, und das sei es Brustaugmentation, Brustverkleinerung, Bruststraffung, interessieren, nehmen Sie sich einen kostenlosen Beratungstermin hier bei uns in der Klinik. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Ansonsten geben Sie mir einen Daumen nach unten. Über Fragen und Kommentare freuen wir uns natürlich. Die können Sie unten einbringen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und wöchentlich Informationen zum Thema der ästhetischen Medizin und der Schönheitschirurgie bekommen. Aus Zürich grüßt Sie Ihr Dr. Stergio.